Hallihallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mich gerade abgeschminkt. Ich hatte gerade die Cranberry von Natascha der Nonna drauf. Ich habe gedacht, so ein Scheiß aber auch. Der Postbote war früher als erwartet da. Es geht nämlich heute um. Da arbeitet übrigens meine Mama bei Asklepios in Hamburg. Ich will dabei sein, wenn es aus To Go Fortschritt wird. Finde ich eigentlich einen geilen Spruch. Ja, es soll gehen, aber wisst ihr, wie gut es tut, mittags doch nicht einzuschlafen? Also ich bin kurz eingenickt, klar, wenn man mit seinem Sohn da liegt und sonst in seinem Leben nichts zu tun hat, oh Gott, dann ist es klar, dass man dann einschläft. Aber dann hat mein Freund mich angerufen und dann war, wisst ihr, kurz Powernap. Ja, ich habe einen neuen Schatz. Tadadada. Genau, und ich habe noch was. Ich habe auch noch Glitzer, das werde ich heute aber nicht testen. Und ich teste nochmal das Blush. Ich möchte das nochmal austesten. Vielleicht ist es doch was für mich. Mal gucken. Wenn nicht, dann wandert es einfach weiter. Egal. Ich werde heute auf jeden Fall die Day-Palette von Hatice Schmidt ausprobieren. Ich bin super gespannt. Also, ich war nicht mit meinem Finger dran. Ich finde sie wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Sie hat mich schon angesprochen, der Preis war für mich aber, er war einfach mir zu hoch, um sie bei ihr zu kaufen. Ich habe gewartet, bis irgendwann jemand ein gescheites Angebot gibt. Also wie gesagt, meine Tochter hatte mich gerade angerufen. Wie gesagt, der Preis ist sehr, sehr hoch für 9 Farben. Es ist mir auch scheißegal, ob es 9 Farben, 30 Farben sind. Für mich war der Preis einfach hoch. Vor allen Dingen war das Video für mich so, ich habe es gar nicht erst angeguckt, ich habe euch was verheimlicht, ich stehe nicht so auf dieses, oh, ich habe euch was verheimlicht und dann von diesen großen YouTubern, ja, die haben immer ein Geheimnis, immer kommt irgendwas ans Licht und immer ist irgendwas. Von daher war es mir so, pff, okay, die hat halt was, ich gucke auch, hat die seit längerer Zeit nicht so, weil es mir einfach dieses. Die Art und Weise, wie sie spricht, spricht mich nicht an. Also ich fühle mich nicht so jugendlich. Ich hab das Gefühl, sie ist noch, klar ist sie jung und wir sind alle noch jung, aber sie hat so einen gewissen Slang, die ich nicht ganz mitkomme. Und auf diesen Grund habe ich dann aufgehört, so ein bisschen ihre Videos zu schauen. Es war mir zu jugendlich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass meine Tochter mit 14 Jahren auf sowas abfährt. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe vieles nicht. Was sie sagt, ich muss das erstmal irgendwie googeln, weil es einfach nur so jugendlich ist. Ich fange aber währenddessen an, um euch das so ein bisschen zu erzählen. Um Gottes Willen, ich würde niemals jemanden schlecht machen oder jemanden aufgrund von diesen Menschen kritisieren oder sowas. Es gefällt mir einfach nicht. Es gibt viele Leute, die schauen mich auch nicht. Ich meine, ich habe jetzt keine Millionen Abonnentenzahl, möchte ich auch nicht haben. Damit muss. Oh nein, mein Sohn ist wach. Mein Sohn ist wach. Ich dachte ja, ich drehe schnell ein Video. Normalerweise schläft er bis um 2, 3. Aha, genau. Vielleicht habe ich auch länger geschlafen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es ist halt eben so, mich schauen ja auch. Viele können mich nicht hören, weiß ich, weil ich so bin, wie ich bin. Aber das ist ja, man sollte sich ja nicht verstellen, nur was anderen nicht gefällt. Und das macht sie ja ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob sie wirklich in so live so spricht wie vor der Kamera. Es kann natürlich sein, dass es ein bisschen anders da ist und ein bisschen ja, anders da formuliert, vielleicht ein bisschen erwachsener. Und es kommt immer darauf an, mit wem sie spricht. Wisst ihr, was ich meine? Mit meinen Freundinnen rede ich ja ganz anders als mit meinem Arbeitgeber. Könnt ihr bestimmt nachvollziehen, so meine ich das. Aber das hat mir einfach so von, es waren viele Sachen, wo ich mir eh nicht gönnen konnte, was sie vorgestellt hat oder wo ich gedacht habe, nee, wenn was dabei war, habe ich immer gerne die Videos geguckt. Also ja, also so von an sich, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich euch das erzähle, einfach vielleicht ein Bild zu schaffen, wie ich dazu stehe, wie ich das finde. Ich finde einfach. Es ist zu teuer. Ich finde wirklich, 35 Euro wären echt gut. Oder sagen wir mal 49 Euro bei Douglas und man würde 20% bekommen. Irgendwie so. Finde ich schon schön. Weil ich finde einfach 55 Euro wirklich viel. Ich finde, egal bei welcher Palette, ich meine, bei Natascha Denona muss ich auch überlegen, ja. Sie verlangt zwar für 5 Farben 50 Euro,
Aber es ist eine Make-up-Artistin, die seit Jahren es fabriziert. Und sie hat wirklich eine besondere Textur. Ich habe die Palette noch nicht geswatcht. Ich weiß nicht, wie es ist. Besondere Textur, die mir nicht immer zusagt, weil bei mir das oftmals creased. Also für mich ist manchmal klassische Textur etwas besser. Es war so ein bisschen unglücklich für sie, würde ich mal sagen, dass sie es nicht geswatcht hat. Ich hatte das Gefühl bei dem ersten Video, wo sie angekündigt hat, dass sie es am nächsten Donnerstag swatcht, also von Sonntag bis Donnerstag und total limitiert. Sie hatte den Drang zu swatchen. Warum hat sie es nicht einfach gemacht? Das wäre doch viel, viel besser gewesen. Warum muss man sich erstmal überraschen lassen? Oder sie hätte halt irgendwie Paletten verschickt oder ja, und man hätte so die größeren YouTubern gesehen, die sie dann nicht dafür verantwortlich machen können. Ich zum Beispiel mag Pigmentierung. Gewiss, sag ich mal. Ich mag nicht stundenlang aufbauen, das mag ich nicht. Zum Beispiel bei Schwarz mag ich schon, wenn es da ist, aber wenn ich das noch verblenden kann und wenn ich das aufbauen kann, finde ich einfach besser. Ich kann nicht reden und schminken mich derzeitig, keine Ahnung. Und ich fand das irgendwie echt schade. Schade für sie, schade, dass sie so schlecht, obwohl sie ja alle so gefeiert haben, auf einmal feiert sie wie jemand wegen der Palette nicht. Also das ist auch ein bisschen unglücklich. Ich habe es ja von Anfang an schon nicht mehr so, was heißt gefeiert? Ich würde nicht sagen, dass ich Menschen nicht feiere. Ich habe ihr Buch gekauft jetzt vor kurzem. Liegt da noch. Ich habe auch von Montana Black das Buch. Ich gucke Montana Black sehr, sehr selten. Ich habe erst dieses Jahr, ich glaube vor 4 Wochen oder sowas erfahren, dass es Montana Black gibt. Also wisst ihr, was ich meine? Ich bin jetzt nicht so YouTube-Fanatiker. Ich gucke meine Mädels, am besten kleinere, am besten russischsprachige noch. Ich finde einfach, sie drücken sich viel, viel besser aus. Oder man kann sich mit russischer Sprache viel besser ausdrücken. Es hört sich viel, viel besser an als mit deutscher. Ist einfach so Geschmackssache. Vielleicht höre ich einfach den Russen mehr zu, weil ich schon bei den Deutschen denke so, oh, schon wieder Deutsch. Höre ich ja eh schon 24 Stunden. Ich muss auch sagen, ich finde das auch, wenn jemand sagt, ich weiß nicht, ob Hattie das gesagt hat, ich glaube nicht, dass sie eben Paletten rausbringen oder sowas für euch. Wisst ihr, was ich meine? Sie bringen das immer in erster Linie oder Videos in erster Linie für sich selber. Weil das gibt Geld, ja, davon leben sie und davon profitieren sie. Das ist das Erste. Und ich genauso mache meine Videos, weil es mir in erster Linie Spaß macht. Weil ich was davon habe. Ich überwinde sozusagen eine Phase, wo ich mit euch filme, es mir mega Spaß macht. Wisst ihr, was ich meine? Bevor ich lieber vergammel irgendwie, mache ich lieber ein Video mit euch. Und in erster Linie ist es für mich und dann für euch. Es kann auch sein, dass ich niemals hochlade. Wisst ihr, was ich meine? Das erfahrt ihr ja nicht. Wie viele Videos ich da produziert habe und nicht hochgeladen habe. Und warum ich sie nicht hochgeladen habe. Vielleicht habe ich sie einfach für mich gemacht. Deswegen finde ich das immer total schwachsinnig, wenn die Mädels und Jungs sagen, ja, das war nur für dich. Ich benutze meinen Lippenschäumer und guck mal, was das Ding Kirchen macht. Also jetzt bin ich einmal wach, mittags, ja? Und dann rufen mich 10.000 Leute an, obwohl ich einfach nur ein Video drehen wollte. So, dann benutze ich meinen liebsten Essence Primer, den kann ich euch super empfehlen. Ich werde natürlich sicherlich weitere Looks damit filmen, also ganz ehrlich. Für den Preis muss es sich einfach gelohnt haben. Ich habe sie gebraucht gekauft, wie gesagt, ich kann sie mir nicht leisten. Können vielleicht schon, aber wollen. Ich wollte keine 55 € dafür ausgeben. Hallo. So, wir fangen an. Also alle wollen jetzt was gerade von mir. Typisch, typisch. Ich muss sagen, Papierverpackungen mag ich sehr, aber wie gesagt, mit Hochwertigkeit hat das für mich nicht wirklich was zu tun. Ich habe Colourpop Paletten, so ein ähnliches Format, also nichts. Ja, sogar von der Größe her. Ich habe Make-up Revolution als Pappe. Ich habe Nabla als Pappe. Sogar finde ich irgendwie hochwertiger gestaltet. Die Palette ist trotzdem, hat sie etwas Gewicht. Und hier sind insgesamt, wie ich verstehe, 6,3 Gramm drin.
Und zum Beispiel in so einer Palette ist insgesamt 11 Gramm drin. Finde ich jetzt für 9 Lidschatten okay. Also, das hat für 9 Lidschatten. Ich finde, es bringt mir nicht 2,5 Gramm im Pen zu haben, wenn ich es niemals aufbrauche. Das Problem ist einfach, also hier zu Eva hat auch Pappe. Ich meine, die Obsession Palettchen, die haben auch Pappe. Sie haben auch einen riesen Spiegel für das, dass es so eine kleine Palette ist und wunderschön, ne? Ja, da ist sogar noch die Folie dran, merke ich gerade. So, wir fangen an mit der Palette. Meine Augen sette ich nicht, weil ich sie nie sette. Ich möchte einen neutralen Look. Jetzt hatte ich was Knalliges drauf und habe mich nicht ganz so wohl gefühlt. Ja, klar. Ja. Genau. So sieht die Palette aus. Ich finde es gut, dass man sie umklappen kann. Ich finde den Spiegel auch relativ okay. Ja, doch, man kann ganz gut erkennen. Also es ist auch eine schöne Größe. Man kann sich damit schminken. Doch, doch, doch. Das geht schon. Sandstorm. Ich habe sie noch nicht geswatcht und ich mag auch gar keine Swatches so wirklich verbreiten, weil ich finde, Swatches geben nie das her, was man letztendlich auf dem Lid bekommt. Finde ich manchmal echt Humbug, wenn Leute erstmal sowas swatchen und oh, das ist voll der Shit und dann kommt auf dem Lid aber nichts dabei rum. Von daher, wir probieren uns jetzt einfach mal aus. Warum habe ich sie mir letztendlich gekauft? Ich hatte das mit Sunny schon, ich würde sie ausprobieren, weil so viele sie haten. Würde ich sie kaufen, einfach nur um es auszutesten, ja? Wie gesagt, ein bisschen hätte ich sie schon gerne unterstützt mit 35 Euro, aber ich konnte ihr ja nicht einen Preisvorschlag schicken und sagen, hey, ich möchte dir 35 Euro senden, kriege ich die Palette, bitte. Sonst hätte ich es ja gemacht bei ihr direkt. 35 Euro war meine Schmerzgrenze, es waren doch ein bisschen mehr jetzt. Aber es macht nichts. Die Farben sind einfach sehr, sehr schön. Vor allen Dingen mir gefällt, dass Nude-Töne da drin sind und halt man hat einfach die Möglichkeit, ein bisschen aufzubauen. Ich werde auch so ein bisschen dieses Smile benutzen. Ich werde nichts, was auf mein Auge kommt, in mein Gesicht packen. Dazu ist es auch nicht gedacht. Ich möchte nicht noch weniger Produkt in meinem Pen haben. Wie gesagt, wenn man es aber aufs Gramm rechnet von dem Preis-Leistung-Verhältnis, dann ist es teuer. Und das ist dann wieder das, wenn man dann wenig Pigment hat und ständig aufbauen muss, dann hat man ja weniger Farbe. Also wisst ihr, was ich meine? Dann ist irgendwann so ein Loch da drin, ne? Das wäre schade. Also ich sehe alle Farben, die ich gerade aufgetragen habe, die zwei. Ich erkenne, es ändert sich gerade was. Und ich werde natürlich einen schwarzen Kajal reinmachen, weil das funktioniert eh gerade nicht. Ich möchte auch jetzt ein bisschen mit dem Grün arbeiten. Und wenn das Kacke ist, ja, dann ist das Kacke. Aber man kann es auch besser verpacken wie manch anderer Leute. Also man muss ja nicht sagen, hey, das ist der Shit ever. Der größte Müll ever. Ich werde jetzt mal das Grün aufbringen. Ich möchte tatsächlich. Ich habe gerade gesagt, ich will was Nudiges, gell? Leute, ich weiß gerade selber nicht. Also ich finde, das wird gerade echt intensiv, aber krümelt. Falls es für jemanden was sagt. Anastasia Beverly Hills krümelt auch. Also von daher eine wunderschöne Farbe. Also ich finde es gerade echt schön. Wenn es so bleibt, ne? Wenn es nicht so in dieses Gräuliche geht. Deswegen baue ich das eher auf und schaffe mir direkt meine Form, die ich haben möchte. Und unten auch. Das Problem ist, ich habe mein Face noch nicht abgepudert. Das werde ich jetzt schnell nachholen. Es gibt das, ich benutze gerade ein LR-Puder, um es aufzubrauchen, weil da ist schon ein großes Hitte-Pan. Und das ist ein ganz leichtes Puder. Wie gesagt, meine Mutti kommt heute. Also ich muss sagen, das gefällt mir schon ganz gut. Ich habe jetzt meinen Pinsel verloren. Und mich, Mondays ist wirklich ein Ton,
je nachdem, wie man es hält, ist es ein Duochrom, ist es echt ein Spezialton. So, ich muss auch gleich meine Mutter anrufen, weil ich gesagt habe, ich lege mich hin. Habe ich doch nicht hingelegt. Also nicht wirklich hingelegt. Ja. Und natürlich, wenn man verblendet, geht es so ein bisschen ins Gräuliche. Das ist ja klar. Blau und Grün geht halt nur mal ins, wohin? Ins Gräuliche. Man kann es aber dann wieder auftupfen und aufbauen. Sie selber mag das. Das sagt sie in mehreren Videos. Ich habe extra ein paar Videos mal angeguckt gehabt. Also Paletten, die mich halt interessiert haben, die sie reviewt hat, die sie getestet hat. Vielleicht ist das auch eine Palette, die man von dunkel auf hell aufbauen muss. Wisst ihr, was ich meine? Die einfach schade ist einfach, wenn Huda Beauty hat auch so eine Palette. Da habe ich mich aufgeregt, habe sie sofort verkauft. Ich mache das normalerweise Blendeton, ne? Und dann von dunkel auf hell. Nee, von hell auf dunkel. Und dann ein Loch. Ganz toll. Überhaupt mal nicht meins. So. Nee. Also wenn ich das wahrscheinlich verblende, verschwindet das. Und vermutlich ist es auch tatsächlich so, eine Palette, die man von dunkel auf hell arbeiten muss. Weil wenn ich das jetzt verblende, habe ich nichts mehr vom Pigment, was sehr, sehr schade ist. Bei matten Farben ist das sehr, sehr schade. Bei Schimmer verstehe ich das noch, wenn es irgendwo hingeht. Gut. Das ist First Impression. Es gibt weitere Videos auf jeden Fall. Ich möchte diesen Grünton mal komplett aufs Lid machen und dann dieses Mondays drüber. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Tolles. Muss mal gucken, ob ich sowas in der Richtung daheim habe, um einfach ein paar Vergleiche zu erzielen. Ja. Ja klar, mit Piloise Base und Babygap Base kann man bestimmt viel machen. Das kann man bei allen Tönen machen. Also das ist nichts Besonderes. Ich trage mir schwarze Kajal auf. Der geht heute eh nicht mehr weg. Södele. Dann möchte ich ein bisschen meinen Augenbrauenbogen highlighten. Ich gucke gerade mal, was dafür geeignet ist. Welcher Pinsel? Ja. Dann nehme ich Day. Ja, ist ein schöner, leichter Schimmerton. Sehr, finde ich, sehr passend. Muss nicht immer so krass und übel sein, dass man den Augenbrauenbogen jetzt mega sieht. Wisst ihr, was ich meine? Und den trage ich mir jetzt auch im inneren Winkel auf. Ihr wisst, ich mag das, wenn mein Innenwinkel sehr, sehr hell ist. Darauf stehe ich wirklich. So. Dann möchte ich natürlich Mondays ausprobieren. Und da gehe ich einfach jetzt mit dem Finger rein. Der reflektiert so wunderschön in. Also ich sehe auch manchmal lila drin. Ich weiß nicht, ob bei mir schon die Synapsen durchknallen. Aber bei mir. Wow. Holla die Waldfee. Es kann sein, dass er creased, weil er so cremig ist. Aber die Farbe ist wirklich schön. Und nur wegen der Farbe hebe ich es nicht auf. Aber wir werden die Palette ja noch weiter testen. In andersrum. Noch nicht da, Schatz. Das Problemski ist, ich nehme die grüne Farbe auch ab. Noch in der Schule, Schatz. Ja, am Telefon. Ich nehme so ein bisschen die Farbe ab, was sehr, sehr schade ist. Der Ton ist unfassbar schön. Also der gefällt mir wirklich extrem, extrem gut.
Vielleicht könnt ihr aber erkennen, dass ich damit aber auch meinen Ton abgenommen habe. Obwohl meine Bass ja. So, egal. Egal. Es ist First Impression. Ich nehme Schwammapplikator. Benutze es in letzter Zeit echt gerne, um hier so den Innenteil da zu machen. Ich komme gleich. Ich nicht so viel aufgenommen. Wir haben alles aufgeräumt, Schatz. Ja? Und Und das ist versuche. nicht Aufnahme. Ja, vielleicht könnt ihr das sehen. Also wenn ich da nur so dran komme, ich versuche das nochmal mit einem fluffigen Pinsel aufzubauen. Bisschen schade, für 54 Euro ist es schon. Natürlich, da will ich Farbe haben und da will ich, dass das passt. Da will ich nicht tagelang aufbauen. Aber so an sich finde ich den Look schön, wenn man jetzt nicht auf diese Kleinigkeiten jetzt achtet, wie Löcher und sowas. Ich weiß nicht warum. Also das nächste Mal probiere ich einfach erstmal den Dunkelgrün aus und dann versuche ich den zu verblenden. Das macht ja gar keinen Sinn, jetzt hier stundenlang aufzubauen und die Farbe da. Seht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr seht das. Siehst du das, Nikolai? Hallo, mein Schatz. Ich will das da. Könntest du es mal ganz kurz lassen? Weil Es fliegt gleich alles runter. Schön ist es gerade nicht. Vielleicht erkennt ihr das, je mehr Produkt ich das aufbauen möchte, je weniger Produkt bekomme ich. Ich sprühe den mal an. Egal, dann schminke ich mich halt nochmal ab. Aber ich sprühe mal jetzt das matte Grün an. Das ist Mach ihn weit mir. Würdest du bitte mal aufhören, da rumzufummeln? Ja? Okay. Hallo, Kannst du mal einfach ruhig sein, bitte? Lass es. Nikolai. Also mit einem angesprühten Pinsel bleibt wenigstens noch was hängen, aber matte Farben anzusprühen ist auch echt riskant. Kannst du gerade nicht hören? Will es runter Ich sprühe es jetzt gerade nochmal an. Also so ein bisschen aufbauen, aufbauen. Es ist gerade echt problematisch. Es nervt machen? mich. Ich das Es ist keine nicht. Palette, würde ich sagen, mit diesem Grünton, dass es schnell geht. Könnt ihr das vielleicht erkennen? Ihr wisst ganz genau, wenn irgendwas schwierig ist, ich sag euch das. Und dann sage ich euch löchrig oder nicht löchrig. Ich habe auch eine Palette, wunderschöne Farben, aber die geben Löcher. Sobald man sie mehr als 4 Stunden drauf hat, ja, das lasse ich jetzt. Okay, ich mach's fertig und dann melde ich mich zurück mit so einem Lidstrich wahrscheinlich. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich hab's jetzt abgebrochen, weil es einfach scheiße aussah. Ich habe mich nochmal abgeschminkt. Ich werde das Ganze nochmal machen, um zu gucken, ob ich das von grün auf hell mache oder wie auch immer. Und der Primer ist auch so scheiße, ne? Also, es ist nicht mein Make-up-Tag vielleicht. Mal gucken. Ja. Ich lasse mal kurz meine Augen ruhen und dann fange ich nochmal von Okay, vorne ihr an. Lieben, ich habe es jetzt retten können. Und zwar habe ich von dunkel auf hell gearbeitet und das hat wesentlich besser funktioniert. Wesentlich besser funktioniert und sieht wirklich gut verblendet aus. Ich würde schätzen, dass es einfach eine Palette ist, die von dunkel auf hell geht. Und ja, also ich habe erst das Grün aufgetragen, dann das Grün verblendet und dann den Glitzershade drüber. Und jetzt mache ich mein Gesicht und hole euch nochmal dazu, wenn ich komplett fertig bin. Es sollte eigentlich nur eine First Impression sein, die nicht gelungen ist. Ich konnte das aber ändern, indem ich finde, dass die Töne gut arbeiten lassen haben. So rum, Entschuldigung. Ich versuche gerade mit Tageslicht noch ein bisschen
rauszuholen. Und ich liebe diesen Ton mit diesem Grün. Ich liebe das gerade aktuell. Gut, ich mache fertig und dann sehen wir uns kurz wieder. Und dann gibt es wieder einen Look 1, 2, 3 und 4 und 5. Bis bald. Ciao. Also ich muss sagen, wenn man was für die Community tut oder für die Mädels oder für die Jungs da draußen, um eine Palette zu gestalten, dann kann man Abstimmungen machen, welche Töne, welche Preisklasse, ne? So war das so, und ich finde das auch viel, viel besser, wenn man so ein bisschen preislich mitentscheiden kann, worauf viele Wert legen, zum Beispiel Veganismus und ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, muss ich sagen, ob die Palette jetzt nun vegan ist oder nicht, weil ich einfach nicht vegan oder vegetarisch oder sowas lebe. Ich esse nach wie vor Fleisch, vielleicht nicht ganz so viel, aber ich esse es und es ist für mich auch kein Problem, sag ich mal, es zu essen, aber halt nicht so häufig. Und was wollte ich noch sagen? Und besser fand ich es halt, wenn man einfach mitgenommen worden wäre. Wisst ihr, was ich meine? So nicht unbedingt mit irgendwas zum Entscheiden, sondern einfach, ja, wie wird sowas hergestellt? Wie wird es gemacht? Es ist einfach interessemäßig. Dieses, ich interessiere mich dafür, wie das, weil ich noch nie dabei war. Und so hätte ich das Gefühl, ich wäre viel, viel enger mit verbunden gewesen. Es gestaltet sich auch ein bisschen schwierig wegen meinem Sohn, weil der aktuell gerade zu Hause ist. Und früher aufgestanden ist, als er sollte. Ja, aber ich finde es so, wie es jetzt aussieht, tragbar auf jeden Fall. Bis auf, dass ich glitzernde Augenbrauen habe vom Abschminken. Hallo! Weil die Augenbrauen auch hier Hallo, noch dran Mami. Lassen. Hallo, Schatz. Mami. Ja, ist er nicht nass? Nein, der Puss, der sah hier voll ab. Finde ich es einfach besser, wenn man kein Geheimnis draus macht, sondern das mit offenen Karten einfach spielt. Das stört doch niemand. Also ich glaube, es hätten sich viel, viel mehr darüber gefreut, wenn man mit offenen Karten spielt und hey, ich bin was am Werkeln, ich weiß nicht, ob es euch gefällt, wollt ihr das überhaupt? Und nicht dieses total limitiert und ihr wisst ganz genau, so ein bisschen Vorbereitung und ein bisschen mitnehmen einfach. Ja, ich glaube, das hätten viele gefeiert. Also ich hätte es auf jeden Fall gefeiert, wenn man mich mitgenommen hätte. Auch wenn ich kein Hattie-Fan bin oder nicht dieses Fangirl. Ich meine, aus dem Alter bin ich irgendwann auch mal draußen. Ich feiere so niemanden. Ich finde viele Leute toll und so. Ich finde auch toll, dass sie ihr Ding durchzieht. Das finde ich toll. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, ich bin ein absoluter, treuer Fan und gucke jedes Video gleich sonntags und keine Ahnung was an. Ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass es sonntags- und donnerstags Videos gibt von ihr. Wegen dem... Ich habe was verheimlicht. Ich dachte, hä, um was geht's da eigentlich? Weil ich das ja gar nicht am Anfang angeguckt habe. Ich glaube, 4 Tage später oder so, war ich voll out. Voll raus. Ja, unten am hier am Wimpernkranz. Ich finde Monday ist eine ganz besondere Farbe. Ich glaube, ich trage mir so ein bisschen Pink hier auf. Oder lachsfarben ist es eher. Mama, die Sonne geht und kommt. Gleich Oma ab. Gleich dauert aber nicht richtig lange. Nein, Oma kommt ja erst in ein paar Stunden, Schatz. Du ist hier ab. Ja. Und kommt Oma. Alleine. Bisschen das Grün noch. Wie gesagt, von dunkel auf hell hat sich das viel, viel besser aufbauen lassen. Wobei ich finde, wenn man ganz genau drauf achtet, wirkt das manchmal fleckig. Ich hatte das schon mal bei einem Grün. Ich glaube, Grün, Blau und Lila sind echt zickige Farben. Aber bei der Preisklasse müsste eigentlich alles stimmen, meiner Meinung nach. Da dürfte nichts zickig sein. Da dürfte es auch keine Schwiegermutter in der Palette geben. Meiner Meinung nach. Gut, ich mache alles fertig und dann hole ich euch nochmal dazu. So, mein Sohn ist gerade mal abgehauen. Vielleicht könnt ihr die Pracht ja jetzt sehen. Mir gefällt das wirklich ausgesprochen gut. Natürlich sind wir alle Kritiker und alle wollen nur das Beste haben für 55 Euro. Ich meine, das kann man aber auch erwarten, wenn man 55 Euro für 9 Lidschatten ausgibt. Ja, das ist für mich gar keine Option, eine 0815er Palette. Und die Farben sind schon schön. Also
für mich die Palette gelungener als die andere, wobei die echt an die andere auch schöne Töne mit beinhaltet. Heute habe ich mal drüber nachgedacht, wenn ich mal was auf den Markt bringe, dann würde ich lieber so Mono. Ich hätte einfach zwei Paletten, die 18 Farben, und man kann sich das raussuchen, was man möchte. Für 55 Euro finde ich es eigentlich gerecht. Das wäre doch was gewesen. Dann hätte ich sicherlich. Also wisst ihr, was ich meine? Man könnte das ja anbieten. Einfach als Firma Monos zu verkaufen und diese zwei Day und Holy, Holy Day. Ich habe erst gedacht, da steht Damn. So auf den ersten Blick habe ich gedacht, Damn. Aber war nicht so. Und wen juckt's, was ich zu sagen habe? Ich meine, ich benutze jetzt den Prime and Last Daily Bake It Blush, um den mal auszutesten, ob da. Ich finde nur, ich hatte den ja schon mal. Und ich finde, auf meiner Haut sieht man den kaum. Der ist so, 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 so zart. Schwierig. Mit der Huda Nude Palette, ich habe sie sofort verkauft. Sie hat mir überhaupt nicht zugesagt, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ich möchte matte Töne miteinander layern können, ich möchte das aufbauen können. Das konnte ich heute nicht im ersten Look. Der zweite ist genau derselbe, nur anders da aufgebaut. Man muss halt gucken, wie man mit der Palette zurechtkommt. Ich finde das schwierig. Für 55, ich muss immer sagen, das sind 45 Euro, was ist verdammt viel Geld. Und 104 Euro hätte ich auch nicht gehabt für beide, wobei ich beide gerne reviewt hätte und beide gerne getestet hätte, alleine nur wegen meiner Neugier. Nicht jetzt so wegen euch, um euch das zu präsentieren, dafür kaufe ich mir keine Paletten in dem Budget. Das kann ich mir gar nicht. Ich geiz ja sogar mit Essence rum, weil ich weiß, okay, wie oft wirst du sie benutzen? Weißt du, was ich meine? Ich habe ja niemanden da, der mir die Paletten kauft und ich sie dann benutze, sondern ich kaufe sie ja selber und nutze sie. Und ja. Also ich muss sagen, wunderschön. Ich freue mich, meine Mama abzuholen. Die wird bestimmt auch den Look. Ich werde auf jeden Fall meine Mama mal mit der schminken. Vielleicht ist das ja auch was für die ältere Dame. Meine Mutter ist unter 50. Die ältere Dame. Meine Mutter freut sich, wenn sie das hört. Ich kann mir gut vorstellen, einfach die Beige-Töne. Vielleicht auch war das nicht so gedacht. Wisst ihr, was ich meine? So eine Paletten sind oftmals so aufgebaut, dass man das einem unteren Wimpernkranz gibt oder sowas. Aber wir kennen die Hattie und wir wollen auf die Kacke hauen. Und an sich sind die Töne auch wirklich tragbar. Ich hoffe, ihr kennt das. Und ich werde keine dieser Produkte auf mein Gesicht tragen. Das mache ich sonst auch nicht. Das möchte ich auch nicht ausprobieren, weil wozu Produkt verschwinden? Ja, das war's schon. Und demnächst gibt es dann wieder ein Look 1, 2, 3 und 4, um zu gucken. Und dann mein Fazit zu der Palette. Natürlich muss ich gucken, wann meine Mama kommt. Ich habe jetzt dann Geburtstag und ja, ich habe Geburtstag. Ich werde 30. Oh mein Gott, ich freu mich. Nee, ich freue mich eigentlich nie auf Geburtstag. Man wird älter, man ist so im Mittelpunkt. Pff, ist immer so. Okay, Leute, ich mag euch auch, aber rückt mir nicht so auf die Pille. Genau. Ich finde es schön. Wisst ihr, ich könnte weinen. Wieder mal weinen. So schön ist es. Jetzt, wo es geklappt hat, ist es echt schön und gefällt mir super, super gut. Und den Look würde ich auch öfters tragen, auch wenn ich ausgehe. So, ich verabschiede mich, weil Kamera verabschiedet gleich. 5% Akku. Bis bald. Ciao.